Ja, auch welcome an die Leute, die das Ganze nachschauen. Auf jeden Fall nice, dass ihr auch voll durch diese Uhrzeit auch erschienen seid, Leute. Jetzt sind wir 45 Personen. Ja, und die kennen mich alle. Ich hätte das auf jeden Fall durchgezogen. Ja, und ich möchte auch von jedem hier, ja, von jedem hier erstmal, bevor ihr in den Chat schreibt, bevor ihr den Chat voll spammt, von Nuggets in den Chat, kommt sonst was, dass ihr erstmal aufmerksam zuhört. Ja, weil die Person, die ich jetzt edifyen werde, die Person, die ich jetzt die Zeit nimmt für uns auf diesem Call, wird uns massive, massive Value droppen. Wir haben alle schon den Flyer gesehen. Der ist sick, Leute. Der ist richtig crazy. Ja, aber nicht nur das, Leute, nicht nur das, weil die Person, die jetzt auf diesem Call ist, ist Jerome Tolliver. Jerome Tolliver habe ich vor, ich weiß nicht, ich glaube ungefähr 4 Wochen in Oberhausen kennenlernen dürfen, ja. Aber wo ich auch gemerkt habe, was für eine crazy Person Jerome ist, ja, ist einfach, macht nichts, Paul, ja, macht nichts, ja. Wo ich auch gemerkt habe, okay, was für eine crazy Person, ja, Jerome ist, ist einfach dieser weekly, ja, dieser wöchentliche Samstag. Dieser Mastermind-Call, ja, um 0 Uhr jedes Mal, was crazy ist, weil ich schaue mir das Ganze an und bin dort jedes Mal am Start, weil ich einfach nicht Leuten dabei zuhöre, wie sie die crazy Nuggets droppen, sondern einfach Leuten dabei zuhöre, ja, die neu sind in dem Game, die neu sind, ja, und ihren Kummer auch von der Seele sprechen wollen, weil es kommt mir auch vor, nicht wie ein normaler Mentorship-Call oder sonst was, sondern ein Call, wo sich Menschen öffnen. Und warum? Ja, durch Jerome, weil Jerome dieses People over Profits in diesem Business nicht nur verinnerlicht hat, sondern auch komplett umgesetzt hat, weil er auch begriffen hat, dass das nicht nur ein dummer Spruch sein soll, der bei jedem in der Bio steht, sondern ja ein Mindset ist. Ein Mindset, weil was ich auch gemerkt habe, als ich in Oberhausen war, ja, er war die erste Person nach Hendrik, ja, mit der ich am Chillen war und er war mit einem Teampartner am Call und er hat mir einige Klickmomente geben können, weil ich weiß, ich war ganz genau, ich war Go Live am Schauen, ja, und er hat angefangen auch über Network zu sprechen. Ja, und die Auffassung von ihm über Network Marketing, aber die Auffassung auch über das Geben und Nehmen, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Weil ich hatte in dem Moment, ich weiß noch, er hat mir gesagt, so die Augen zu machen und gleichzeitig das Ganze visualisieren. Und ich hatte Gänsehaut in dem Moment. Ich hatte 5 bis 10 Minuten meine Augen zu, weil es hat einfach nur Spaß gemacht, dieser Person zuzuhören, weil ich schon gemerkt habe, dass das eine Person ist, die dort steht, wo wir alle hinkommen wollen. Weil für die Leute, die es nicht wissen, Jerome besitzt ein Team von mittlerweile über 80 Menschen und konnte einige Menschenleben verändern, ja. Und deswegen haben wir auch als Hauptthema dieses Calls auch genommen, die Culture, weil ich es auch gemerkt habe, ja, Jerome, du weißt Bescheid, Mann, die Burger King Story auf dem Weg, Digga, crazy, ja. Aber auf jeden Fall, er ist mit einer Teampartnerin am Call, ja, und die sind locker eine Stunde am Callen gewesen, um, ich weiß nicht, wie viel Uhr nachts wir hatten, ja, und haben einfach nicht über das Business geredet, sondern eher über privatere Dinge, eher einfach diesen Vibe miteinander gab. Und was ich bei ihm sonst im Team gemerkt habe, sei es ein Aaron zum Beispiel, sei es ein Jeremy Kapinga oder sonst was, dass es einfach Leute sind, die einfach diese Duplikation von ihm komplett verinnerlicht haben, diese Energy, diese Ausstrahlung, aber einfach diese Bodenständigkeit, was crazy ist. Und deswegen ist das ein Privileg, so eine Person auf diesem Call hier haben zu können, ja. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, von dir lernen zu dürfen, Jerome, was crazy wird, Mann. Das ist crazy, Mann. Ja, ich freue mich auf dein Party, die Leute. Aber ganz kurz erwarte ich es von jedem hier. Ich gehe ganz kurz in die Galerieansicht. Jedem hier erstmal den Blatt und den Stift, erstmal die Cam hochzuhalten, Leute. Zeigt mal her, dass ihr alle am Mitschreiben seid. Yes, perfekt. Das ist nice zu sehen. Easy, easy. Leute, auch wichtig, die Cam anhaben. Ja, die Cam anhaben. Warum? Weil das ist der mindeste Respekt, den ihr einfach Jerome zollen könnt. Ja, und in dem Sinne, Bro, Jerome, ja, ich würde dir jetzt den Co-Host übergeben. Ja, und crush das ganze Ding. Let's go. Alright, crazy, 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 crazy. Yeah. Introducing, Bro. Ich danke dir, danke dir, danke dir wirklich von Herzen. Guys, give it up, give it up, give it up. Zeig immer, dass ihr da seid, Leute. Alright, wer kennt mich hier noch nicht? Wer kennt mich hier noch nicht? Drop mal eine 1 in den Chat, bitte. Ich weiß nicht, soll ich mich vorstellen? Mal, schon ein paar. Hendrik droppt eine 1. Okay. Alright, also, Guys, kurz zu mir mein Name. Erstmal, wie ihr schon gehört habt, ich heiße Jerome. Es ist mir heute eine Ehre, wirklich für euch sprechen zu dürfen. Tatsächlich auch zu Gesichtern, die ich noch gar nicht gesehen habe. Noch nie wirklich irgendwo miteinander bekannt gemacht. Ich sehe wirklich einen Mahmoud. Wirklich viele Leute, die Cameron haben, aber wirklich auch einige, die es nicht haben. Deswegen, Leute, droppt auf jeden Fall eure Cam an. Ich weiß nicht, ich lache euch nicht aus dem 18 oder was auch immer. Okay. Leute, also gut, mein Name ist Jerome. Ich komme aus Koblenz. Ich habe es gehört. Droppt gerne 2 oder 3 in den Test, was auch immer dir besser fällt oder besser gefällt. Was auch immer, Leute. Also, komme aus Koblenz, bin mittlerweile 20 Jahre jung. Ja, tatsächlich seit eineinhalb Jahren, ein bisschen länger als eineinhalb Jahre bei EM. Schreibt mir auf Instagram. Safe.
Und dann von Step by Step zu der Person zu werden, die sich auch nach vorne traut und teilweise Dinge hochst, teilweise die ersten Verantwortung übernimmt, war natürlich eine riesen Transition, okay? Für mich einfach krass. Ich glaube, jeder Einzelne hier ist aus ähnlichen Gründen gestartet. Aber das Ding ist, ja, der größte Teil der Menschen, die wirklich bei einem starten, zieht nicht durch bis zum Ende. Das ist uns alle klar, oder? Leute, ich bin eine Person, ihr müsst ein bisschen mitmachen, okay? Ich muss eure Energy ein bisschen spüren. Deswegen, Leute, lasst mal ein bisschen nicken in die Cam, ein bisschen lächeln, ja, ein bisschen freundlich sein und so. Hendrik muss übertreiben, ja. Leute, also wie auch immer, der größte Teil der Menschen, die hier starten bei AM, der zieht einfach nicht durch. Aus was auch immer, was für Gründen. Aber ich sag's euch ehrlich, ja, der Grund, was ich jetzt einfach von meiner Seite aus beobachtet habe, warum die meisten Leute nicht durchziehen, das ist heute einfach so ein Call. Ich will euch gar nicht motivieren, sondern ich will euch einfach mal Fakten auf den Tisch legen. Ich will euch heute irgendwo vielleicht Dinge aus meiner Perspektive zeigen, dass wir vielleicht die gleiche Sprache sprechen, ja. Weil ich weiß nicht, ist jemand außer Hendrik hier noch P2 buff? Drop mal irgendwas in den Chat. Okay, nur Hendrik. Alright, das heißt, drop mal in den Chat, wenn dein Ziel ist es, ja, beziehungsweise es ist, P2 oder höher zu kommen. Ja, Chairman zu gehen, was auch immer. Ja, weil die Dinge, die ich heute lerne oder euch lehre, besser gesagt, das sind nicht Dinge, die ich mir einfach habe einfallen lassen. Das sind Dinge, die habe ich gelernt von meinen Mentoren und die von ihren Mentoren. Das heißt, hier spricht kein P2, scheiß mal auf den Rank, hier spricht Jerome erstmal. Alright? Das ist wirklich vollkommen egal, was für ein Rank das ist, aber hier spricht Erfahrung von 7, 8, 9 Figure Earners. Alright? Und die erste Sache ist ganz einfach, es liegt eigentlich nie an den gegebenen Informationen, warum Leute quitten, sondern einfach nur, weil sie meistens nicht coachable sind. Und jetzt ist die Frage, weiß jeder hier, was coachable heißt? Und weiß jeder hier, was der Unterschied zwischen coachable und teachable ist? Ja, weil überleg mal bei AM, ich glaube, du hast schon die Steps nach 3, 4, 5 Monaten, wo du am Start bist, um auf die Mozzarella zu gehen. Du hast schon eigentlich, theoretisch hast du schon das Wissen, ja, um 6, 7-stellige Konten zu erwerben. Zu 100%. Du weißt, was du tun musst, um dahin zu kommen. Ja. Um Champion zu gehen, ich sage es euch ehrlich, von P150 auf P6 war schon ein kleiner Unterschied. Aber von P6 auf P1 kein Unterschied. Von P1 auf P2 kein Unterschied. Die Verantwortung wird größer, ein bisschen im Leadership ändert sich natürlich, aber die Grundaufgaben bleiben die gleichen. Ich glaube, wenn du es bis zum P150 geschafft hast, dann ist es eigentlich gar nicht so schwierig, auch für dich P2 zu gehen, weil die Information hast du, aber vielleicht noch nicht umgesetzt. Weißt du, was der Unterschied zwischen Teachable und Coachable ist? Vielleicht, das habe ich sogar von einem eurer Mentoren, von einem unserer Mentoren, weil er ist auch ein Mentor für mich gelernt, von Miki. Ja? Er hat mir das erste Mal wirklich gezeigt, was sind die Unterschiede zwischen Teachable und Coachable. Er meinte, ey, das sind Riesenunterschiede. Ich persönlich sage dir ganz ehrlich, ich persönlich habe lieber, ja, 10 Menschen in meiner Organisation, 100 Menschen in meiner Organisation, 120, 130, 500 Menschen in meiner Organisation, die nicht teachable sind, als Leute, die nicht coachable sind. Aber was heißt Teachability? Teachable oder nicht teachable bist du besser gesagt einfach, wenn du zum Beispiel ins Gym gehst, sag ich mal, du bist kompletter Lauch, okay, ich hoffe, ich darf heute so mit euch reden, ja, du bist einfach nicht sportlich gebaut, ja, und du willst aufbauen. Und jetzt gehst du ins Gym, zu einem Personal Trainer, ja, du gehst zu einer Person, die dir helfen soll, aufzubauen, Gewicht zuzunehmen, und er zeigt dir jetzt diese Bauchcrunches, kennt ihr diese Sit-Ups? Ja, ich glaube, jeder Einzelne kennt die. Nick mal mit dem Kopf, wenn du die kennst. Alright, ich spreche wie eine Sprache, Leute. So, jetzt bist du im Gym. Er macht dir diese Crunches vor, diese Bauch-Sit-Ups, was auch immer, wie man das auch immer nennt. Und jetzt du als Lappen in Anführungszeichen fängst an, mit ihm zu diskutieren. Ey, ich habe gehört, die sind nicht gesund für den Rücken. Ich habe gehört, die sollen nicht so viel bringen. Du zweifelst seine Autorität in dem Moment an. Du frontest ihn. Du stellst Gegenargumente. Ja, du gehorchst ihm auf gut Deutsch nicht. Verstehst du? Das ist, du bist nicht teachable, du bist nicht belehrbar. Ja? Was erstmal vollkommen okay ist, weil eine andere Meinung zu haben, eine andere Meinung zu vertreten, in manchen Sinn macht es Sinn. Ja, in manchen Sinn macht es, das ist doch, okay. In manchen Fällen macht es auf jeden Fall mehr als Sinn. Alright? In manchen nicht. Wenn eine Person die Resultate, sag ich mal, der Trainer, der dir das zeigt, er hat das krasseste Sixpack, was du jemals in deinem Leben gesehen hast. Sein Sixpack hat Sixpack. Alright, er hat diese Apex, wisst ihr, er hat dieses, ich weiß auch nicht, wie man das, erst in Shape, alright? Und er sagt dir, Bro, das funktioniert, mach das jetzt, ja? Dann macht es keinen Sinn, mit ihm zu diskutieren. Manchmal macht es Sinn, manchmal nicht. Aber in dem Fall, egal ob es Sinn macht oder nicht, du bist nicht teachable, weil du nicht gehorchst auf eine Person, die Resultate hat, die du haben möchtest. Ist erstmal dann gestellt. Was bedeutet jetzt nicht coachable zu sein? Und das ist hart, Leute, weil viele Leute in meinem Team, also viele Leute von euch, von uns, sind nicht coachable.
Vielleicht bist du in manchen Aspekten sogar coachable und in manchen eher weniger. Ja? Musst du einfach mal reflektieren. Aber vielleicht gebe ich dir heute die Grundlage, woraufhin du das reflektieren kannst. Was heißt es überhaupt, nicht coachable zu sein? Stell dir mal vor, jetzt bist du übergewichtig. Anderes Beispiel. Du bist übergewichtig und du willst jetzt Gewicht abnehmen. Du willst jetzt ins Gym gehen, um Gewicht abzunehmen. Jetzt gehst du wieder zum gleichen Personal Trainer, der dieses 12-Pack hat, alright? Der breit ist wie Arnold Schwarzenegger. Okay? Und du fragst, nee, wie machen wir das Ganze? Kannst du mir vielleicht einen Ernährungsplan schreiben? Und er sagt dir, du isst jetzt jeden Tag Salat mit Tomaten und ein paar Eier drin für die Proteine. Und du sagst, ey, Bro, perfekt, geil, Klickmoment des Todes des Jahrhunderts, sagst du. Ich setze das um, ich mache das jetzt. Ja, jetzt gehst du nach Hause, kaufst Salat, du kaufst Ei, du kaufst Tomaten, was auch immer. Und jetzt sitzt du zu Hause und denkst dir, okay, so schmeckt das jetzt auch nicht. Aber der Trainer hat ja gar nicht gesagt, ich darf kein fettes Glas Mayonnaise da reinschmeißen. Genau das denkst du jetzt. Okay, du denkst, oh, das hat er ja nicht gesagt, also mache ich jetzt einfach mal. Ne? Wurde ja nicht gesagt, dass ich es nicht machen soll. So ein bisschen Mayo darüber schmeckt es viel geiler. Jetzt futterst du das fetteste Glas Mayonnaise mit Salat, Ei und Tomaten, wie der Trainer das gesagt hat, aber mit dem fetten Glas, okay, mit dem fetten Glas Mayonnaise. Drop mal eine Eins in den Chat, wenn das erstmal Sinn macht. Ich glaube, es dürfen keine Einsen kommen. Es macht gar keinen Sinn. Es war eine rhetorische Frage. Es macht gar keinen Sinn, das zu machen. Es macht gar keinen Sinn, das zu machen. Null. Aber, ja, du hast eigentlich deinem Trainer gehorcht, weil du hast gemacht, was er gesagt hat, aber hast dir halt die Dinge rausgeschrieben. Hast dir halt die Dinge, sage ich mal, so gebogen und gebrochen, wie du es gerne hast. Du hast ihm nicht aufs Wort gehorcht. Ja? Das Schlimme ist jetzt, wenn du nicht coachable bist und es nicht genauso umsetzt, wie er es sagt, überleg mal, jetzt machst du es für einen Monat. Und der Trainer sagt dir, ey, hast du es gestern gemacht? Du sagst, ja, safe, Bro, hier, schau, ich krieg auch schon ein bisschen Sixpack. Und du weißt ganz genau, du hast gestern noch Mayonnaise gefuttert. Ja? Du hast gestern noch diese ganzen Sachen in dich reingefuttert und hast eigentlich, wenn man streng nimmt, nicht gehorcht. Und der Trainer fragt dich Tag für Tag und er sieht ja offensichtlich, du kriegst keine Resultate. Und er fragt dich, hast du gestern wirklich Salat hochgegessen? Hast du es wirklich so gemacht, wie ich es gesagt habe? Du sagst, ja, safe, Bro. Wirklich Salat, super, super Ding. Ja, vielleicht schickst du sogar Fotos und der ganze Jahr jetzt Mayonnaise ist unter Salat. Du machst du Mayonnaise drauf, machst du Salat drauf und die ganze Mayonnaise ist, sag ich mal, unter dem Salat verpackt, dass du noch Fotos schickst. Ja, schau mein Salat. Und er sagt dir, super geil. Und unten drunter ist die ganze Mayonnaise. Ja, und ihm fällt einfach nicht auf, woran liegt es, dass du keine Resultate machst? Wie asozial ist es eigentlich von dir? Überleg mal. Vielleicht in dem Fall zweifelt der Trainer sogar an seinen Fähigkeiten, Menschen an die Hand zu nehmen im Training. Und genauso auch im Leadership, genauso auch in diesem Business, weil langfristig, du wirst keine Resultate machen. Und der Trainer wird nicht checken, warum macht der Typ keine Resultate, obwohl er sich an meinen Essensplan hält. Warum ist das so? Das belastet dich, das belastet den Trainer, du bekommst keine Resultate und der Trainer verschwendet seine Zeit. Dieses Beispiel auf einer anderen Sprache machen sehr, sehr viele hier im Business. Versteht ihr? Weil es gibt Dinge zu 100%, die setzt du nicht wortwörtlich so um, wie es dir gesagt wird. Verstehst du? Es gibt Dinge, die du einfach Tag für Tag mitbekommst, wo du dir so hinbrichst, hinbiegst, sag ich mal, es muss einfach nur in der Komfortzone bleiben. Du machst ja den Nugget, aber auf deine Art, verstehst du? Du machst es ja auf deine Art, deswegen ist es ja easy. Dein Mentor, er telefoniert jeden Tag für Tag für Tag mit dir. Beispielsweise, er sagt dir, schau mindestens eine Go Live jeden Tag. Das Ding ist, du schaust Go Live. Aber er hat nicht gesagt, du darfst nicht dabei Netflix schauen. Wisst ihr? Er hat nicht gesagt, du darfst dabei nicht Netflix schauen. Also, wenn man so sieht, du kannst dann, stell dir mal vor, er redet jetzt, Mickey kommt jetzt auf dich zu, 2 Wochen später, du guckst jetzt jeden Tag Go Live hier auf meinem zweiten Bildschirm und hier in Netflix. Ja, und er fragt, hast du Go Live geschaut? Du sagst, ja, safe, Bro, safe und so, voll gut. Ich hatte schon mal einen Partner, der das gemacht hat. Ich habe meinen Partner gehabt, Real Talk. Er hat mir gesagt, er kann sich besser konzentrieren, wenn er beim Go Live schauen Netflix schaut. Frag mich nicht, was mit dem Typen los ist. Real Talk. Ich habe ihm gesagt, Bro, schau. Also dieser Typ war nochmal eine ganz andere Hausnummer. Er war nicht teachable, also auch nicht coachable. Ich habe gesagt, Bro, schau, es ist praktisch unmöglich, dass du dich auf zwei Sachen gleichzeitig fokussierst. Weil du kannst theoretisch nicht mal gehen und dabei konzentriert reden. Kennt ihr das? Wenn ihr redet und geht, das geht noch. Aber wenn du ein richtig konzentriertes Gespräch hast, dann hörst du auf zu gehen. Wenn du im Autofahren bist, beispielsweise du bist am Autofahren, du kannst reden. Aber wenn dann richtig intensiv gefragt wird, Dinge, die du nicht auf
auf dem FF, so sagt man das hier, so wirklich direkt drauf hast, direkt, sag ich mal, wiedergeben kannst, ja, dann wirst du entweder eine Pause machen müssen oder du wirst kurz still sein und dann weiterreden, wenn die Verkehrssituation sich beruhigt hat, ja. Wenn zum Beispiel jetzt in einem Verkehr was abgeht und du redest mit deinem Kumpel nebenan, bist mit ihm ein Gespräch vertieft und die Verkehrssituation, sag ich mal, ein LKW kommt von der Seite und du denkst, der überfährt dich gleich oder was auch immer, du wirst automatisch, pass mal drauf auf, du wirst aufhören zu reden. Du wirst still sein. Du wirst nicht weiterhin irgendwie durchkommen. Nein, du wirst aufhören zu reden. Weil du kannst dich nur auf eine Sache gleich fokussieren. Ich habe es genauso argumentiert. Er meinte sogar, Jerome, safe, ich spüre das. Aber bei mir ist es anders. Ja, aber bei mir ist es verpiss dich, Bro. Okay, mach dein Ding. Alles gut. Wir schauen. Ja, mittlerweile ist der Typ leider nicht mehr da. Sein Coach, guys. Alright. Deswegen, ich persönlich, ja, falls du mir gegenüberstellst, ich habe lieber eine Person, die das anzweifelt, was ich sage, die mit mir diskutiert, auch wenn das manchmal gar nicht der Punkt ist, um das zu diskutieren, aber der einfach mal eine andere Meinung vertritt, habe ich lieber als jemand, der mir sagt, yes, yes, safe, safe, und dann nicht ganz genau umsetzt, wie ich es gerne hätte oder wie es die Person einfach braucht. Ja. Und diese Dinge dir klar zu machen und deinen Partnern, falls du schon einzelne Partner hast, klar zu machen, das ist das A und O. Auch wenn es sich manchmal scheiße hört. Glaub mir, unser Job als Leader und jeder Einzelne ist hier ein Leader. Unser Job ist es nicht, die Personen dorthin zu bringen, wo sie hinwollen, sondern dorthin zu bringen, wo sie stehen müssen. Ja? Weil wenn du jemandem immer nur das sagst, was er hören will, bleibt er da, wo er jetzt gerade steht. Weil das macht doch sowieso Schnee in seinem Umfeld. Die Leute kommen nicht auf ihn zu und sagen dem, ey, mein Sohn, ey, meine Tochter, ey, mein Homie, ey, mein Bro, was du gerade machst, ist kompletter Bullshit. Im Business manchmal schon. Aber wenn du chillst, überleg mal einfach dieser Fakt, okay, das ist ein bisschen off the top, aber damals, als ich am Kiffen war, am Saufen war, keiner hat das gejuckt. Wisst ihr, meine Familie ist nicht zu mir gekommen und hat gesagt, Jerome, du verkackst gerade dein Leben. Was machst du eigentlich gerade mit deiner Zeit? Jeder so, ja, er ist halt jung. Auf einmal, man startet ein Business, vielleicht fühlst du es auch in den ersten Wochen, Monaten. Du bist hier am Start und Leute denken, was machst du da? Was machst du mit deiner Zeit? Auf einmal ist dein Leben den Leuten so wichtig und jeder will Feedback geben. Crazy. Ja? Das ist eine andere Geschichte. Aber lange Rede, kurzer Sinn, die meisten Menschen im Leben hören nicht oft das, was sie hören müssen. Du bist dafür verantwortlich. Deswegen sei verdammt scheiße nochmal Coach und bleib auf dem Boden. Egal, auf dem Boden, ob du was ist mal Platz zum Wachstum, okay? Egal, was du gerade schon geschafft hast, ich gönne es dir. Ich bin dankbar, dass du es geschafft hast. Weil es gibt mir, als auch vielleicht meinen Partnern und Menschen, die ich langfristig auch inspirieren werde, Belief, dass sie es auch schaffen können. Das ist egal, was du errungen hast. Es ist crazy. Ich bin dankbar, dass du es geschafft hast. Ja? Weil es ist für uns alle geil. Nicht nur für dich. Aber bleib doch auf dem Teppich. Ja? Es gibt so viele Menschen, die auf einmal anfangen, Höhenflüge zu machen. Aber glaub mir, ich erkenne die wahre Persönlichkeit einer Person nicht dann, wenn sie immer wieder auf die Fresse fällt. Natürlich dann auch. Anhand der Probleme, die sie hat, erkennt man es auch. Aber gerade dann, wenn man das Geld fließt, wenn man alles super läuft. Wenn die Person mal vielleicht in eine erhöhte Position kommt, deswegen bleib humble of all time times. Ich habe sie sogar hier tätowiert, falls ihr seht. Ich habe es wirklich real talk. Ich habe mir stay humble hier tätowiert. Stay humble, hustle hard. Motto fürs Leben, Leute. Ja? Das ist, wer sind wir, egal ob wir 10 Millionen auf dem Konto haben, wer sind wir, dass wir uns über andere Menschen erheben? Frag dich mal das jetzt. Und du weißt, dass Gott dir das doppelt so schnell wegnehmen kann, was er dir gegeben hat. Wer bist du, dass du dich über andere Menschen erhebst? Crazy. Ja, denn das grundsätzlich, was wir einfach vorhaben mit Empire, ja, und deswegen sage ich so Dinge wie, sei teachable, sei coachable, das wirklich einfach gegenüberstellen, deswegen sage ich Dinge wie, bleib humble, bleib auf dem Boden, ja, wir haben Werte, wir bauen hier bei Empire, und das war auch nicht immer so bei I Am, das war auch nicht immer so bei, gerade auch I Am Germany, wenn du dir mal alte Stories von Mickey, von beispielsweise der anderen Companies, als auch von der Zeit I Am, wo noch kein Ilya Zubik, sag ich mal, Empire gegründet hat oder was auch immer, wo er über diese Sachen redet. Leute, es war damals anders. Aber der größte Klickmoment und warum Leute sich hier so wohl fühlen, warum das hier wirklich so eine Familie geworden ist, ist warum? Weil wir hier wirklich eine Familie aufbauen. Versteht ihr?
Wir bauen hier kein Business auf. Und dein Ziel sollte es niemals sein, ein Business aufzubauen. Keiner will ein Business aufbauen. Wisst ihr warum? Weil aus einem Business kannst du quitten. Bist du schon mal aus deiner Familie gequittet? Sei mal ehrlich. Kannst du deiner Bruder und deiner Schwester sagen, ey, ich bin raus? Ich bin raus? Das funktioniert nicht. Keiner kann aus seiner Familie quitten. Deswegen bau genau diese Relationship zwischen den Menschen hier auf. Und das geht nur mit den richtigen Werten, meine Freunde. Wenn du coachable bist und die richtigen Werte vertrittst, dann wird dein Team auch coachable sein. Weil was machst du, wenn du nicht coachable bist? Was machst du, wenn du nicht teachable bist? Was machst du, wenn du nicht humble bleibst? Was machst du dann? Ja? Du gibst genau diese Werte an deine Partner weiter. Weil die Leute, vielleicht deine Partner jetzt oder vielleicht deine kommenden Partner, wenn du diese Sachen erst später entwickelst, später irgendwo diesen Überflug bekommst, die werden das sehen und werden sich ein Beispiel daran nehmen. Ja, die werden sagen, hey, Tarek, hey, Hendrik, schau, wo er steht. Er disst seine Uplines und schau, wo er steht. Ich muss das Gleiche machen. Ich kann das jetzt auch machen. Ja, solche Sachen. Ja, Tarek, ja, das ist nicht so, Leute. Ich nenne irgendwelche random Namen. Ja, Marcel. Ja. Ja, Jan. Was auch immer. Ja, Richard. Richard, Bro, wir kennen uns, oder? Wir kennen uns, Bro. Ich hab dein Gesicht schon mal gesehen, oder? Richard? Safe, alright. Ja, Richard, schau. Dieser Junge, er prahlt immer mit diesen Dingen. Ich werde auch dahin kommen, wo er steht, wenn ich das mache. Versteht ihr? Unterbewusst, wie duplizieren automatisch eigentlich alles, was wir machen. Schon mal aufgefallen? Heute habe ich diese Brille zum ersten Mal an. Schau mein Team in 2 Wochen an. Jeder hat diese Brille an. Ich wette es mit dir. Viele Leute haben mich schon gefragt, wo kriege ich diese Brille her? Ja? Guck mal. Wenn er direkt dupliziert, ja, wenn er direkt dupliziert, versteht ihr? Und unterbewusst, diese Duplikation findet so krank statt in allen möglichen Aspekten. Wenn du jeden Tag mit einem Anzug und einer Krawatte vor Camps kommst, vor Calls kommst, auf einmal dein Team, deine Partner werden auf einmal, wenn es nur der eine oder andere ist, nach und nach wird dir mit Anzug und Krawatte auf die Calls kommen. Versteht ihr? Das heißt, was du machst, wenn du diese Dinge jetzt nicht beherzigst, was du machst, wenn du diese Dinge nicht verinnerlichst, ist, du blockst die Placings von anderen Menschen, die du vielleicht heute schon kennst und liebst oder die du noch nicht kennst, aber zum Lieben gewinnst, wenn man das so sagen kann, okay? Du blockst deren Erfolg. Deswegen lass uns direkt den straighten Weg gehen. Ja? Denn für mich gibt es ganz, ganz große Gründe, warum ich das Ganze hier aufbaue. Damals wurde mir gesagt, Jerome, schau, wenn du einen Tag glücklich sein willst. Ja, weil ich meine, jeder baut das hier aus. Irgendwo baut das jeder und du kannst es bejahen, du kannst es, das ist mir egal. Aber irgendwo baut das Business jeder hier. Jeder baut diese Familie hier aus egoistischen Zwecken auf. Jeder Einzelne. Du kannst mir nicht sagen, du bist komplett altruistisch. Weil Altruismus funktioniert nicht. Nicht meine Mutter Teresa war altruistisch. Das ist ein Begriff für Altruismus. Heißt sowas wie, du bist null selbst. Du bist komplett selbstlos. Okay, du machst alles, damit anderen Leuten es besser geht und du hast nie was davon. Aber allein, wenn du das Gefühl liebst, was du hast, wenn du anderen etwas gibst, wenn du anderen etwas beibringst, dann bist du egoistisch. Allein wenn du dieses Gefühl liebst, was du hast, wenn du einem Obdachlosen eine Flasche Wasser in die Hand drückst, dann machst du es dir in dem Fall für das Gefühl, was du hast, nicht für den Obdachlosen, der was zu trinken bekommt. Natürlich auch für ihn, aber auch für das Gefühl. Wahrer Altruismus gibt es nicht. Versteht ihr? Wir alle jagen Gefühlen hinterher. Ja? Das fällt dir spätestens auf, wenn du auf einmal gerade, du bist vielleicht jetzt gerade broke, es ist cool, es ist okay, jeder einzelne von uns war mal broke. Ja, aber dass du wirklich nur dem Gefühl, ja, hinterherjagst, das checkst du erst, ganz einfach, wenn du dir mehr und mehr leisten kannst. Wenn auf einmal ein MacBook nichts mehr Besonderes für dich ist. Vielleicht schreibst du gerade mitgefühlt auf so ein Stück Pappe oder was auch immer, ja, auf ein Toilettenpapier. Vielleicht bist du so broke, du kannst nicht mal einen Block leisten. Aber du checkst erst, dass es wirklich nur um die Gefühle geht, wenn du auf einmal die Dinge holen kannst, die du sehnlichst wolltest. Und wo du schon immer gedacht hast, ey, wenn ich das habe, wird es besser. Wer kennt es, Leute? Drop meine 777 in den Chat. Ja, diese Menschen, die sagen, ey, ich brauche nur ein MacBook und dann FTMO ist sick drin, ich werde das so durchreißen. Das wird mir so Motivation geben, wenn ich ein MacBook habe. Ja, du willst das Gefühl, was du hast, wenn du dieses Teil in der Hand hast. Und wie ist es denn nach 3, 4 Wochen? Nach 3, 4 Monaten vielleicht? Ja, wie mit den neuen Paar Schuhen nach 3, 4 Monaten? Denk mal nach. Du willst sie so sehr, du würdest töten für dieses Paar Schuhe.
Und wenn du sie dann hast, dann fühlst du dich für 2 Tage wie der größte Mother. Sorry, dass ich will es dir sagen, ihr könnt es euch weiterdenken, okay? Wie der größte G fühlst du dich, wie der größte Macher, der größte Macker, was auch immer. Und nach 3 Wochen, yo, du gehst mit diesen Schuhen genau so wie diese Schuhe. Fuck, Alter. Einfach wegwerfen. Kennt ihr diese Leute? Du ziehst auf einmal Schuh mit Schuh aus. Kennt ihr das? Am Anfang, du rastest gefühlt aus, wenn jemand nur deine Schuhe anguckt. Und danach, du ziehst so Schuh, so dreckigen Schuh und dreckigen Schuh ziehst du so miteinander aus. Kennst du das? Du machst die Hälfte von hinten dreckig und so. Juckt dich gar nicht mehr. Weil dieses Gefühl ist eh weg. Versteht ihr? Und das ist das Krasse. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Mentor damals sagte mir, ey, Jerome, schau, ja, wenn du glücklich sein willst für einen Tag, dann mach ein Powernap. Wer kennt Powernaps? Kennst du diese Momente, wenn du so schläfst, du hast ganz lange nicht geschlafen, du fühlst dich so schrecklich, okay, du fühlst dich so kaputt und dann machst du ein Powernap, du machst diesen Powernap, du machst diesen 20 Minuten und du bist wie wiedergeboren. Ja, du bist einfach ein neuer Mensch. Du bist wirklich, bei mir so teilweise so, ich fühle mich so schrecklich, ich bin bei Colts, ich bekomme Kopfschmerzen teilweise, wenn ich zu wenig Schlaf habe, passiert mal öfters. Wenn ihr P2 above seid, P1 above, P6 above, was auch immer, wenn ihr auf einmal ein bisschen mehr, ihr werdet es kennen, Leute, ihr werdet es kennen, Calls bis 2 Uhr nachts mit irgendwelchen Partnern wegen Struggle, ja, es passiert immer und immer wieder, ja, du bekommst wenig Schlaf vielleicht und du machst einen Powernap, ja, und auf einmal, du bist ein neuer Mensch. Das ist wie, als wärst du gerade wiedergeboren worden. Also wenn du für einen Tag glücklich sein willst, dann mach einen Powernap, mach ein Mittagsschläfchen. Wenn du für eine Woche, einen Monat, vielleicht ein Jahr glücklich sein willst, dann gewinn im Lotto. Kennt ihr diese Lottogewinner, die nach einem halben Jahr wieder broke sind, nach 100.000 Lotto gewinnen, nach 20.000 Lotto gewinnen, hauen richtig auf die Kacke, fliegen auf die Malediven, kommen zurück mit nichts, mit Schulden? Ja, krasserweise ist die Selbstmordrate bei Menschen, die im Lotto Höchstgewinne gemacht haben, höher als bei gefühlt allen anderen Normalos. Also es ist wirklich so, Leute, die im Lotto gewinnen, haben automatisch eine höhere Selbstmordrate. Warum? Weil die Leute so schnell wieder broke gehen. Man kennt das Beispiel mit Persönlichkeit, Finanzen, das passt wieder an. Ja. Lange Rede, kurz, wenn du ja, eine Woche, einen Monat, ein Jahr lang glücklich sein willst, dann gewinn im Lotto. Aber, großes Aber, wenn du dein Leben lang Glückseligkeit empfinden möchtest, dann helf anderen Menschen, das zu bekommen, was sie wirklich seligst wollen. Dann helf anderen Menschen, das zu bekommen, was du vielleicht schon für dich anhalten konntest. Weil überleg mal, was ist das Leben für dich? Was macht dir noch Spaß? Ich habe ihm gerade gesagt, man macht alles wegen diesem Gefühl. Was macht dir noch Spaß? Was löst in dir diese Gefühle aus? Wenn für dich jeden Tag 3-4 Mal Jetski fahren gehen, jeden Tag 2 Mal vom Helikopter runterspringen, ja, diese Jet, diese mit diese Powergliding, glaube ich, heißt es. Ich will das unbedingt irgendwann mal in meinem Leben machen. Du hast diesen Wingsuit an und du fliegst durch die Welt. Kennt jemand das? Das ist ab, das ist ein Traum von mir. Seitdem ich weiß nicht, ob ich mich traue, ich glaube schon, aber das ist auf jeden Fall ein großes Goal. Ja, das zu machen 5 Mal am Tag, ja, mit einem eigenen Helikopter zu mieten, der nur für dich hochfliegt und dich runterwirft. Immer wieder, wie so eine Rutsche. Fliegt hoch, wirft dich runter, er fliegt hoch, wirft dich runter. Das zu machen, die ganze, es gibt dich nicht mehr. Es ist normal geworden. Du machst es vielleicht für 2 Wochen. Du hast einfach so viel. Stell dir mal vor, so weit bist du irgendwann. Ja. Wirklich, wirklich verrückt. Aber frag dich doch einfach mal, was macht dir denn noch Spaß? Was gibt dir denn noch diesen Kick? Was lässt dich dann noch glückselig sein? Die Menschen, die wirklich sehr, sehr viele Ressourcen haben, sind meistens auch, ja, auf jeden Fall die Menschen, mit denen ich mich beschäftige, sind meistens auch Menschen, die genau zu dem Zeitpunkt, wenn sie eigentlich theoretisch alles haben, zurückgeben. Menschen die Möglichkeit geben, auch Ähnliches zu kreieren. Ja, Leuten helfen. Und genau das ist der Key hier. Weil glaub mir, du willst nicht die Person sein, die 8-Figure geht und keinen hat, der sagt, ey, danke, wegen dir bin ich auch 6-Figure, 7-Figure gegangen. Wofür bist du auf der Welt dann? Verstehst du? Wofür bist du auf der Welt, wenn du keinen Impact gibst? Wenn mit deinem Tod alles weg ist? Wenn keine Person sagen kann, ey, du, wegen dir. Ja, und das nicht, um dich zu erheben, sondern einfach, um diese Gewissheit zu haben, ich habe wirklich was
was bewirkt. Die muss das nicht mal etwas oder jemand sagen. Verstehst du? Die muss das keiner sagen, keiner. Ja? Es ist einfach nur dieses Gefühl, wenn du es realisierst, weil es ein Fakt ist. Und deswegen gebe ich persönlich anderen Menschen diese Möglichkeit. Weil für mich ist I am zu machen, nicht nur zu traden. Für mich ist I am zu machen, I am zu machen. Und da gehört alles dazu. Investments, Cryptos, Trading, Network, alles Mögliche. Ja? Mittlerweile, die Leute sind so gezwiespaltet, aber es nimmt keinen Sinn, weil der einzige Grund beispielsweise sehe ich darin, ja, der einzige Grund, warum du beispielsweise vielleicht noch nicht Menschen das Ganze weiter zeigst, ist erstens, weil du nicht an dich glaubst oder weil du nicht an die Sache glaubst. Es gibt nur diese zwei Gründe. Es gibt keinen anderen Grund dafür. Keinen anderen Grund. Okay, wenn du nicht an die Sache glaubst, dann guck mal in den Gruppenchat. Guck mal auf Empire News. Ich glaube, dann ist das Ganze gegessen. Ja, Tag für Tag für Tag. Gerade auch gestern bei mir ein neuer 50K-FTMO-Trader. Ich habe den Jungen begleitet seit Day One, Jungs. Leute, ich sage euch ehrlich, das war ein Typ. Ich habe ihm am zweiten Tag seine Einarbeitung Mindset-Chain gegeben, weil er bekifft in einen fucking Call kam. Und du willst mir sagen, das funktioniert nicht, dass diese Person es irgendwie aus Glück geschafft hat. Heute 50K-FTMO-Trader. Gestern gegangen. Noch Flyer hast du nicht mehr erstellt. Du glaubst nicht an die Sache? Ich weiß nicht, ich soll dir mal ein bisschen was zeigen. Ich weiß nicht, jeder, vielleicht sind hier ein paar neuere Menschen, ja. Aber auch gerade vielleicht, wenn ihr neu seid, umso wichtiger, dass ihr das Ganze mal seht, ja. Hier im Endeffekt, ich weiß, sieht man meinen Bildschirm? Alright, easy. Hier im Endeffekt kannst du gerne auf Telegram, hier gibt es einen Empire News Channel. Alright. Und im Endeffekt, hier hast du ganz, ganz viele Bilder von Menschen, die es zum Beispiel schon ansatzweise geschafft haben. Wie zum Beispiel hier, ja, der liebe Johannes Heilbach. Ich hoffe, ich sage deinen Namen auch richtig. Er ist sogar bei Mickey. Bro, Johannes, bist du auf diesem Call? Heb mal die Hand, wenn du auf diesem Call bist. Das wäre crazy. Alright, hier zum Beispiel Daniel Zubix, jetzt 20K. TTF-Trader, nur Gott weiß, was dieses TTF bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Hier zum Beispiel, ja, 10K-FTMO-Trader. Ja, hier zum Beispiel aber auch wirklich ein weiterer, ja, 80K-FTMO-Trader von Nils heißt der, Sayed 80K-FTMO. Leute, also ich weiß nicht, was ihr braucht, um zu checken, dass das ganz normale Menschen sind, wie du und ich, ja, und dass es funktioniert. 20, 10. Also Leute, wenn du nicht an die ganze Sache glaubst, ich weiß nicht, was du brauchst wirklich, um daran zu glauben. Ja. Also wenn irgendwo noch diese Blockade drin ist bei dir und du immer noch nicht sagen kannst, okay, shit, okay, es funktioniert ja irgendwie wirklich, weil Leute gehen in die FTMO, wir haben eine kranke Einarbeitung, es ist logisch, dass man hier erfolgreich werden kann, wenn man macht. Okay. Woran kannst du noch liegen? Du hast vielleicht einfach kein Belief an dich selber. Und jetzt Leute, hört euch mich an. Denkt ihr, ich hatte damals Belief an mich selber? Leute, ich komme von einem Umfeld, wo es normal ist, dass du gelbe Briefe nach Hause bekommst wie Pokémon-Karten. Denkt ihr, ich hatte damals Belief in mich selber, dass ich wirklich was reißen werde in meinem Leben, wo keiner meiner Eltern irgendwas derart gemacht hat? Ja, ich hatte Eier auf Stahl, ich habe mich getraut, diese Möglichkeit anzunehmen. Du auch. Aber was entscheidet dann mein damaliges Ich von deinem jetzigen Ich? Was entscheidet mich, wo ich Belief as fuck in mich selber habe, wo ich weiß, dass es dann ist, von dir, wo du noch unsicher bist? Vielleicht noch die ein oder anderen Informationen, die ein oder anderen Fakten, die du einfach nur mal klar machen musst. Ja? Du bist nur einmal auf der Erde. Es ist zu wenig Zeit, die du hast, um den ganzen Tag in deinem Zimmer zu sein, dein Potenzial zu unterschätzen und zu zweifeln, ob du es kannst oder nicht. Das ist respektlos gegenüber dem Leben. Weil es gibt Menschen, die wachen morgen nicht mehr auf. Und du sitzt wirklich in deinem Zimmer und spielst unter deinem Level, weil du denkst, ah, vielleicht habe ich es ja nicht verdient, erfolgreich zu werden. Vielleicht kann ich das ja. Tarek kann es, aber in mir steckt es nicht. Willst du mich verarschen? Rito, willst du mich verarschen? Crazy. Mach dir das doch einfach mal bewusst, wie wenig Zeit du hast. Und dann, ob es sich wirklich lohnt, ja,
zu stagnieren, sich zu hinterfragen, ob man es kann oder nicht oder ob es einfach mal Zeit ist zu machen, weil du wirst es herausfinden. Du kannst nicht nachdenken, wenn du noch nicht gemacht hast, weil nachdenken heißt nach der Option denken, wisst ihr? Nach irgendetwas zu machen, denken. Ja, weil was du tust, indem du einfach in einem Zimmer, ich kenne solche Menschen, ich fühle dich. Ja, ich war auch teils eine Person, die einfach gegrübelt hat, viel nachgedacht hat, in seinem Zimmer war gedacht hat, soll ich machen, soll ich nicht machen, die einfach gezögert hat. Und ich habe auch solche Menschen in meinem Team. Ja, aber was du einfach klar machen musst, ist, du hast nur keine Basis, auf der du nachdenken kannst. Du musst vielleicht einfach mal in Aktionsmodus gehen, dich selbst neu kennenlernen, weil du spielst vielleicht gerade auf deinen 40% und hast nicht mal eine Ahnung, was Aktivität und was Produktivität heißt. Du bist deswegen die ganze Zeit aktiv und liest Bücher und sagst, du bist am Hustlen. Du weißt gar nicht, was Hustlen bedeutet. Und sagst, du kannst es nicht. Vielleicht stimmen deine Resultate noch nicht. Aber unterschätze dich auch nicht in der Zukunft, weil so vieles kann sich in einer Sekunde verändern. Vielleicht ist durch dieser Call der Tag gekommen, wo du endlich mal ein paar Dinge, ein paar Lücken in dir selbst erkennst und sie änderst. Ja? Und auf einmal entwickelst du dieses Belief in dir. Ja? Was dazu führt, dass du einfach blind vertraust, einfach machst, einfach mal coachable bist und auf die Stimme von deinem Mentor hörst. Und das Ganze ist genauso wie eine Autofahrt. Überleg mal, stell dir mal vor, du willst von da, wo du gerade wohnst, nach Koblenz fahren. Du hast wahrscheinlich keine Ahnung, wie der Weg ist. Aber wenn du ein Navi eingibst, dann sagt dieses Navi, die Frau, 16 Kilometer geradeaus bleiben. Ja? Nach 1,8 Kilometer rechts, diese Sachen. Und du hörst auf diese Frau und vielleicht kennst du den Weg noch nicht. Du bist den Weg noch nie gefahren. Aber du weißt, wenn du auf diese Frau vertraust, kommst du verdammte Scheiße an. Das ist auf diese Frau, die du nicht mal kennst, wo du nicht weißt, ey, ist das ein Roboter von der CIA, der mich irgendwie in Hauptquartier führt, wo ich dann verprügelt werde, weil ich so bin, wie ich bin. Ja? Oder ist es wirklich ein Navi, was mich nach Koblenz führt? Du hast mehr Vertrauen darauf, als auf dich selber, dass du etwas geschissen bekommst. Ergibt für mich ab diesem Moment keinen Sinn mehr. Was du entwickeln musst, ist dieses blinde einfach machen, einfach tun, einfach gehorchen, einfach coachable sein. Weil glaub mir, die Menschen um dich herum, wie gesagt, wir sind eine Familie und wir haben alles, alle zusammen das Beste für dich im Blick. Okay? Wir haben alle zusammen, ja, wir haben alle zusammen das Beste für dich in unserem Interesse. Das ist mach einfach, komm ins Machen. Und dann schau weiter, dann denk nach. Verstehst du? Adrian Lux hat es mal auf dem Call so gesagt, dass er gemeint hat, du musst für dieses Business ein Belief entwickeln. Wie stell dir mal vor, dieses Beispiel, noch ein kleines Beispiel. Darf ich noch ein Beispiel droppen? Seid ihr noch bei mir? Drop mal eine 888 in den Chat. Und Leute, mach mal die Camps an. Was ist los? Guys, es kann nicht sein. Mach mal die Camps noch auf jeden Fall, sonst kann ich nicht weiterreden. Wenn ich noch zwei Leute die Camps machen, ich bleib still. Ich mach's mit Harry. Ich verlasse den Call. Da kriegt ihr das Beispiel doch nicht. Okay, Fabian. Also irgendwer muss doch die Gamer machen. Ja, da nicht pranken. Ich mach weiter, alles gut. So Leute, also, das Beispiel war so von Adrian Lux. Ja, du musst für dieses Business ein Vertrauen entwickeln, ähnlich wie beispielsweise kennst du es, wenn du so hart auf die Toilette musst und du bist nicht zu Hause, du bist beispielsweise in einem Forum, in einem Einkaufszentrum, was auch immer. Du musst so hart pinken, du kannst nicht mehr. Du hast das Gefühl, du kennst du, wenn du schon so gehst wie so ein Storch, du gehst schon wie so ein Storch mit deiner Hand so an deinem Intimbereich so, du kannst einfach, es geht nicht mehr. Du gehst schon wirklich komisch. Leute gucken dich komisch an, ja? Und du gehst zu irgendeinem Verkäufer und irgendeinem Snipes rein und bettelst sie an, ey, wo ist die nächste Toilette? Ja? Er sagt dir, ey, du schau, du gehst jetzt die Treppe hoch, rechts, dann links, mehr nach vorne ist die, geradeaus ist die Toilette. Ja, du wirst genauso dann die Treppen hochgehen, nach rechts, danach nach links und nach geradeaus würdest du gehen, um diese Toilette zu erreichen. Du würdest nicht irgendwie die zweite, dritte Tür noch nehmen, du würdest nicht irgendwie an der Toilette vorbeilaufen, du würdest genauso dahin gehen, wie dieser Typ es sagt. Und genau dieses blinde Vertrauen musst du auch fürs Business entwickeln. Warum? Weil die Dringlichkeit einfach hoch sein muss. Die Dringlichkeit in dem Fall mit der Toilette ist, du hast das Gefühl, du blamierst dich und kackst komplett ab vor vielen, vielen Menschen, ja, pinkelst dir wortwörtlich in die Hose, wenn du jetzt nicht gehorchst. Verstehst du? Aber die Frage ist, warum bringt denn warum nicht auch diese Dringlichkeit in dich herein? Ja, wie dieses Gefühl, dass du richtig heftig pinkeln musst, weil du musst doch richtig heftig erfolgreich werden. Du musst doch richtig heftig Chairman gehen, du musst doch richtig heftig diese FTMO-Challenge crushen. Aber du gibst dir zu viel Zeit, du denkst zu viel nach. Mach einfach, tu einfach umsetzen. Dadurch wirst du besser. Nicht durch warten. Alright? Ich habe noch so viele Dinge, die ich ansprechen kann, aber lass mich erstmal was trinken. Tarik, Bro, erzähl mal, wie lange habe ich noch Zeit? Drop mal irgendeine Zeit in den Chat. Wie lange habe ich noch Zeit, Bro?
Ich, willst du eigentlich auch reden, Bro? Ich weiß gar nicht. Willst du eigentlich auch was sagen, Mann? Bro, alles easy. Mache, wie lange du willst, Digi. Mache long wie list. Let's go. Ich habe noch 7 Minuten. Ja. Noch wirklich viel, 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 viel. Alright. Also wenn wir umsetzen, okay, wenn wir dieses Vertrauen haben, was ist meiner Meinung nach jetzt eine Sache, die man trotzdem irgendwo noch im Hinterkopf behalten müsste? Ja, weil ich habe gemerkt, ja, Gleiches zieht Gleiches an. Ihr kennt alle das Gesetz der Anziehung. Für mich besteht das Gesetz der Anziehung nicht, dass du nachdenkst, ja, ich will die Million haben. Das wäre geil. Und auf einmal kommt so ein Briefumschlag mit einem Check drin. Jemand schmeißt dir beispielsweise, auf einmal stell dir mal vor, du sagst, ja, das wäre geil, ich will gerne die Million haben. Auf einmal so ein Stein wird durch dein Fenster, gegen deinen Stuhl geschmissen. Ja, so ein Stein, warum ist mit so Klebeband so ein Briefumschlag gewickelt, wo dann auf einmal ein Check für 1 Million ist? So funktioniert das Gesetz der Anziehung nicht. Das ergibt keinen Sinn. Alright? Ich denke aber, die Energy, die du ausstrahlst, bringt dich in Situationen, wo du Gleiches auf einmal greifbar hast. Wo du Access zu mehr bekommst, was auch immer mehr für dich bedeutet. Ja? Weil was bedeutet Frequenz? Frequenz bedeutet auch nichts anderes, dass du auf einer Vibration bist, die recht weit oben ist. Ja? Auf einer sehr, sehr hohen Vibration. Auf einer hohen Energy. Wie Bob Proctor damals, rest in peace an den Herrn wirklich, wie er damals gesagt hat, wenn man sagt, ey, ich fühle mich schlecht, heißt es nichts anderes wie, ich bin gerade auf einer sehr niedrigen Frequenz. Ja? Es ist einfach wirklich oben die Frequenz zu halten. Sich sehr, sehr gut zu fühlen, in States zu bringen. Ja, das ist auch ein Satz, den ich von Bodo Schäfer, obwohl ich nicht alles hinter alles stehe, was der Mann sagt. Ja, er meinte, wenn du die Fähigkeit hast, deinen Gemütszustand aktiv zu kontrollieren, hast du eine Superkraft. Ja, wenn du die Fähigkeit hast, deinen Gemütszustand, deine Gefühle aktiv zu kontrollieren, hast du eine Superkraft. Ja? Weil wir Menschen machen alles gefühlsbasiert meistens. Du stehst morgens nicht aus deinem Bett auf. Warum? Weil du dich nicht danach fühlst. Du stehst, keine Ahnung, nicht, du liegst vielleicht in deinem Bett und guckst Netflix und nicht Go Live, weil du dich gerade träge fühlst, kaputt fühlst, was auch immer. Du redest dir irgendeinen Bullshit ein. Du fühlst dieses Gefühl und dadurch versuchst du im Bewusstsein Schlüsse zu finden, wieso es ist und zählst Excuses auf, die dich dann in der Komfortzone halten. So läuft es immer. Ergibt das Sinn nicht mal mit dem Kopf. Ja? Was du jetzt einfach vielleicht machen solltest, ist, du musst irgendwo deinen Gemütszustand aktiv kontrollieren. Du musst deine Energy risen. Verstehst du? Das heißt nicht, wie ich rumzuschreien. Das ist meine Energy. So bin ich einfach. Ich schreie gerne rum. Ich zeige gerne, dass ich mich geil fühle. Ist schön und gut. Aber jeder ist anders, okay? Ein Jonas Bioff ist zum Beispiel auf einer verdammt hohen Frequenz, obwohl er genau so redet, die ganze Zeit. Eddie, genau. Das ist noch zu krass. Eddie, genau so. Die ganze Zeit. Genau so. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn dein Leben sich verändert, weil du deine Frequenz einfach neu entdeckst? Your energy is your fucking identity. Du kannst so viel Akquise machen. Ja? Du kannst so viele Leute auf der Straße ansprechen, im Network. Ja? Wenn du nicht die richtige Frequenz bist und Menschen nichts in dir sehen, was sie noch nicht selbst haben, werden sie nicht bei dir starten. Weil das ist der Key. Keiner startet wegen einem Scanner. Keiner startet wegen Swipe Trades. Keiner startet wegen einer verdammten Academy. Niemand. Die starten wegen der Energy, die du aufstrahlst. Wegen der Präsenz, die sie bei dir spüren. Ja? Das ist genau das, nach oben zu bringen. Sich mal bewusst zu machen, wo stehe ich denn überhaupt gerade? Wie rede ich denn mit anderen Individuen? Ja? Und wo kann es hingehen? Kompletter Game Changer. Wie willst du denn sein in der Zukunft? Stell dir mal vor, ja, dein Traumteam, wenn du networkst, stell dir mal einfach, das ist eine geile Frage, die habe ich mir damals gefragt und auch heute immer noch sehr, sehr oft und die hat alles bei mir verändert. Ich habe mich mal gefragt, ey, wie in 4 Jahren, in 3 Jahren, wie soll mein Traumteam, dieses Chairman 250 Organization, wie soll das aussehen? Ja, was für Leute sollten da sein? Was für Attribute sollten die haben? Was für eine Energy sollten die haben? Ich frage, okay, wie sollte das sein? Wie hätte ich es gerne? Was will ich denn tracken?
einfach mal hinterfragt, einfach mal reflektiert. Wie sieht mein Traumteam aus? Mein Type-C-Team, weil es gibt verschiedene Arten der Ziele. Versteht ihr? Es gibt A-Type-Goals, das ist dieses, ich kann, ja, beispielsweise, ich kann diese Wasserflasche hochheben. Ich habe es jetzt gerade gemacht. Ist es möglich? Ja. Dann gibt es die B-Type-Goals, kannst du gerne mal aufschreiben. Ja, das ist dieses, ich könnte. Ja, das sind dann diese Ziele, wo man sich ein bisschen stretchen muss, wie zum Beispiel, du könntest diesen Basketballkorb da oben erreichen. Wenn du natürlich springst, wie keine Ahnung was, so einfach so auf den springst, so einen kleinen Mini-Hop machst, dann schaffst du, aber wenn du dich anstrengen würdest, du es schaffen. Du könntest es tun. Und dann gibt es diese C-Type-Goals. Das ist dieses, ich würde gerne. Ich hätte gerne. Ja. Ich würde gerne können. Punkt, Punkt, Punkt. Right. Wie sieht dein C-Type-Team aus? Das ist die Frage der Frage. Und jetzt die nächste Frage. Wenn du das weißt, wie die Energy ist, wie die Leute sind, wie die agieren, über was für Witze sollen diese Leute lachen, weil wirklich in depth die überlegst, ja, wie ist die Work-Effort dieser Leute? Was machen diese Leute jeden Tag? Ja, wie sieht der Alltag von solchen Menschen aus? Von diesem Partner, finde ich später. Wie gehen die miteinander um? Ja, dann frage ich die nächste Frage. Wie muss dann der Leader dieses Teams sein, um so ein Team auf die Beine zu stellen? Was hat der für eine Energy? Ja, wie geht er mit den Leuten um? Was ist er für eine Persönlichkeit? Ja, und demnach handelst du nur einfach. Genau diese Attribute versuchst du zu verkörpern. Die Energy, die ist das, Ananas. Setz dir diese Ziele, bau auf den richtigen Werten auf, fang an zu machen. Ja, sei fucking nochmal coachable, sorry for my French, okay? Bleib auf dem Boden, sei humble, hör auf den Nabelleiste, sie wollen das Beste für dich. Ja, und wenn du das alles einhältst, das einfach machst, die Dinge umsetzt, die du bereits schon weißt, aber noch nicht machst, weil das ist genau der Grund, warum die meisten unter Broke bleiben, sie wissen was, aber tun es nicht. Ja, dann, ich kann dir sagen, ich mache wenig Versprechen, aber dann kann ich dir wirklich fast schon versprechen, du wirst sehr erfolgreich, wenn du das konstant machst. Ja, könnte ich fast schon sagen, ich meine, du würdest erfolgreich werden, zu 100%, habe ich keinen Zweifel dran. Verstehst du? Das ist dieser Call, all in all, ich hoffe, es hat dir extremst geholfen. Ja, fang an, diese Dinge umzusetzen, wo du weißt, ey, sie bringen dich nach vorne. Das sind produktive Dinge, ja, nicht wie der andere. Überleg mal, die meisten Leute, die wissen, dass Rauchen tödlich ist, aber rauchen trotzdem. Denn Erfolg entsteht dann, hör zu, mein letztes Wort, Erfolg entsteht dann, wenn du das, was du am meisten willst, über das stellst, was du jetzt willst. Mit diesen Worten, Teig, ich übergebe dir das Wort. Let's go, let's get it, guys. War mir eine Ehre. Sheesh. Leute, ihr wisst, was zu tun ist. Wie sieht es mit dem Chat aus? Das ist crazy. Digga, Jerome, Bro. Jerome, Mann. Ey, alleine das, was ich mitnehmen konnte, Bro. Na, also kann ich schon Worte fassen. Allein diese Vision von IM, diese Vision von IM. Leute, ich habe euch sonst nicht viel versprochen. Leute, das ist crazy. Das ist crazy, ja. Wie der Typ diese Vision von IM, diese Vision von Empire, ja, euch näher bringen kann. Das ist crazy, Leute, ja. Seid alle dankbar dafür, ja, solch eine Person in unserem Leadership zu haben, Leute, ja. Aber lasst uns auch diese Punkte am Ende dieses Calls auch umsetzen, ja. Lasst uns diese Notizen nicht nehmen und nicht einfach so wegschmeißen, sondern sie nach diesem Call nehmen und uns sie durchlesen, um diese Punkte selber zu implementieren. Ja, lasst uns das so machen in Taskforce. Markiert euch eure drei größten Learnings, eure drei größten Nuggets raus und schickt sie bitte in diese Gruppe rein, ja. Schickt sie in diese Gruppe rein und lasst uns, das hat Ilja Zubis gesagt, weil ich mache kurz die Off-Session.